Hallo bei aramil.com. Ich möchte mit euch heute gebackenen Spargel zubereiten. Und dafür brauchen wir blanchierten Spargel, Kochschinken, Ei, Milch, Mehl, Brösel, Salz, Pfeffer und Öl zum Ausbacken. Hallo bei aramil.com. Ich möchte mit euch ein Schinken, Käse, Cordon Bleu mit Spargelfüllung zubereiten. Und dafür brauchen wir blanchierten Spargel, Kochschinken, Käse, Ei, Milch, Mehl, Brösel, Salz, Pfeffer und Öl zum Ausbacken. Für das Spargelcordon bleu lege ich jetzt Schinken auf und Käse und wickel gut den Spargel ein. Der Schinken zieht sich ein bisschen beim Backen zusammen und hält das dann gut zusammen. Dann wende ich es in Mehl. Dann in Ei, das ich mit Milch verschlagen habe und mit Salz und Pfeffer gewürzt habe. Und zuletzt dann noch in Bröseln. Und ich habe schon Fett auf dem Ofen heiß gemacht. Und da drinnen werde ich es jetzt dann backen. Ich habe mein Schinken-Käse-Cordon bleu aus der Pfanne genommen und gut abtropfen lassen. Und ich serviere es mit Sauce Hollandaise und Petersilienerdäpfeln. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.aramil.com. Ein Schinken-Käse-Cordon bleu mit Spargelfüllung.